Am Freitag hatten die Märkte auf den Gasschock durch Gazprom mit ziemlich herben Verlusten reagiert. Gestern am US-Feiertag ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Da breiten wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Heute aber kommt wieder Action rein und die Frage ist, wie reagiert man jetzt auf die Aussicht, dass wohl in nächsten Tagen kein Gas durch Nord Stream 1 fließen wird, damit die Energiekrise in Europa immer augenfälliger und dramatischer zu werden scheint. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die Amis natürlich sehr in ihrem eigenen Saft. Gestern Labor Day. Und normalerweise beginnt nach dem Labor Day das Volumen an den Märkten wieder deutlich zu steigen. Und es gibt sehr interessante Grafiken darüber, sehr interessante Statistiken darüber, wie dieser Dienstag verlaufen wird. Heute ziemlich heftig, so zumindest steht es zu erwarten. Aber checken wir erstmal die Nachrichtenlage. Gazprom hat gesagt, in Gestalt des stellvertretenden CEOs Markelov, dass Nord Stream 1 nicht wieder in Betrieb genommen wird, bis Siemens Energy, die übrigens heute ja in den DAX aufgenommen werden oder gestern Abend in den DAX wieder aufgenommen wurden, das Equipment reparieren würde. Was auch immer damit gemeint ist. Der Energieminister Russlands hat gesagt, also die Pipeline, da ist noch nichts drüber entschieden, wann letztendlich die Gasflüsse wieder passieren werden. Russland hat jetzt übrigens auch gesagt, wir werden dann eigene Versicherungsgesellschaften gründen, um Versicherungen an den Start zu bringen für Schiffe, die russisches Öl transportieren. Damit reagiert man auf diesen angedachten Preisdeckel und insgesamt sagt Citigroup zu der Situation, ja, also das ist eine politische Geschichte, die sich wohl hinziehen wird für einige Zeit länger. Und das dürfte nicht so fürchterlich schnell zu lösen sein. Was eben diese ganze Energiethematik wieder in den Fokus rückt. Hier sehen Sie mal die Preise, die man bezahlen muss in den verschiedenen Großstädten für Elektrizität und für Gas. Bei Elektrizität, Strom, London ganz teuer, Kopenhagen, Rom. Allerdings bei Gas etwas weniger. Gut, Kopenhagen auch etwa bei Gas. Wenn wir jetzt mal Berlin angucken, dann ist Strom, naja, oberes Mittelfeld, aber Gas noch auch vertretbar. Also es gibt andere Länder, die trifft es ähnlich hart. Es gibt kaum Ausreißer, es gibt kaum Städte, Großstädte, wo das so wirklich ganz entspannt ist. Aber wir sehen auf der rechten Seite, die Preise für Elektrizität und Gas sind maßgeblich und sehr, sehr deutlich gestiegen. Und wenn wir jetzt mal das Ganze an den sogenannten Forward Prices, also an den Preisen, an den Energiebörsen festmachen, dann dürfte wohl im nächsten Monat, so schätzt es hier ein Analysehaus, dürfte dann wohl eine durchschnittliche Familie 500 Euro zahlen pro Monat für Gas. Alleine, das ist, oder die Energy Bills, 500 Euro pro Monat für eine typische europäische Familie, das wäre ein Anstieg von 200%. Insgesamt ist die Energierechnung in Europa um 2 Billionen gestiegen, etwa 15% des gesamten BIPs werden damit gewissermaßen aufgefressen. Das zeigt die Dimensionierung, mit der wir es hier zu tun haben. Und das bleibt natürlich auch nicht vor der Wirtschaft stehen, dieses Thema. Die Wirtschaft leidet besonders unter den gestiegenen Produktionskosten durch Strom, Gas, Energie insgesamt. Auftragseingänge der deutschen Industrie sinken deutlich. Schlechter als erwartet, gerade rausgekommen. Heute Morgen minus 1,1% und minus 13,6% zum Vorjahresmonat. 6 Monate in Folge jetzt sind die Auftragseingänge der deutschen Industrie rückläufig. Da trifft es sich gut, dass Robert Habeck jetzt Entspannung verspricht. Er will 2 der 3 Atomkraftwerke weiter am Netz lassen, nämlich Isar 2 und Neckar-Westheim. Das sei als Reserve. Und hier heißt es, es ist weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass es zu Krisensituationen und Extremszenarien kommen wird. Aber als Minister, der für die Versorgungssicherheit zuständig ist, tue ich alles, was nötig ist, um die Versorgungssicherheit vollumfänglich zu gewährleisten. Ja, der gute Habeck, der will jetzt sozusagen sein Alibi haben, hat man das Gefühl. Ja, guckst du, hier Emden machen wir zu, aber die 2 anderen, die halten wir mal vor, also wenn es ganz dumm kommt, aber es kommt ja nicht ganz dumm, gell, weil es wird ja alles ganz schick und ganz toll,
Ja, die Gasspeicher sind jetzt über 86% gefüllt. Wir kriegen diese Flüssiggasterminals wohl jetzt Ende des Jahres schon an den Start. Erstaunlich schnell für deutsche Verhältnisse. Aber dennoch kann ich mir schon vorstellen, dass da Situationen eintreten im Winter, die durchaus brenzlig sind, wo es eben zu Extremszenarien, zu Blackouts kommen kann. Gerade wenn der Winter kalt wird, da treffen auch die Franzosen Vorsorgen, die sagen, dass man eben Rationierungen möglicherweise vornehmen muss, wenn die französische Industrie, so sagt das Macron, und die französischen Verbraucher nicht 10% des Energieverbrauchs einschränken. Die neue britische Premierministerin Truss will jetzt 130 Milliarden Pfund locker machen, damit die Energy Bills in UK unter 2000 Pfund bleiben. Ja, das ist also so, dass jetzt praktisch die Regierungen die Leute unterstützen. Frankreich Stromdeckel, Strompreisdeckel, hier das Entlastungspaket, Liz Truss jetzt mit diesem Paket. Hier sehen wir nochmal, dass dennoch davon auszugehen, dass früher oder später Putin irgendwie aus irgendeinem Grund wieder oder mit einer Begründung, die wahrscheinlich dann fadenscheinig ist, den Gashahn wieder aufdrehen wird, denn hier sehen wir die gesamte Infrastruktur, die geht Richtung Westen, es geht was in die Türkei, es geht was durch die Ukraine. Die Ukraine bekommt ja nach wie vor Gas, also das Land, mit dem man direkt Krieg führt, das bekommt Gas. Der Westen nicht, weil der Sanktionen erlassen hat, aber hier sehen wir, es ist praktisch keine Alternative vorhanden. Dieses Gas muss sonst abgefackelt werden. Das wird zu teuer auf Dauer, das kann man eine Zeit lang machen, gerade um den Westen unter Stress zu setzen, aber on the long run wird das für Putin nicht machbar sein, aus meiner Sicht. Jetzt kommen wir mal zur Sicht der Märkte. In der letzten Woche sehen wir die Dickfische unter Druck. Microsoft, Apple fast jeweils 5%. Wir sehen eine Tesla minus 6%, wir sehen eine Nvidia, die 14% ist, die Halbleiter insgesamt massiv unter Druck, also da hat es richtig gescheppert. Gerade in diesem Sektor erstaunlich, weil wir ja eigentlich vorwiegend über Energie reden. Was hat da Technology in den USA damit zu tun, fragen sich manche. Aber however, wenn wir jetzt mal historisch uns die Entwicklung anschauen, wie laufen denn eigentlich so die Dienstage nach dem Labor Day, dann ist es so, dass in Jahren, wo es bisher nach oben gegangen ist, wo also die Aktienmärkte bis zu diesem Zeitpunkt am Labor Day positiv waren, und dann sieht man leichte Anstiege. Das ist in diesem Jahr aber nicht der Fall. Wir sind bekanntlich negativ in diesem Jahr. Dementsprechend ist die Durchschnittsperformance in einem solchen Jahr minus 0,97%, also praktisch 1% minus der Durchschnitt an einem solchen Dienstag. Nun starten wir zunächst mal, wie es aussieht, im europäischen Handel mit freundlichen US-Futures. Wir sehen, in den nächsten Tagen beruhigt sich das dann, aber der Labor Day, der scheint eine gewisse Volatilität zu haben. Und ähnlich sieht es auch Goldman Sachs, das Trading Desk derselben, die sagen, wir kommen jetzt in eine Phase, die 2-Sigma-Standardabweichungen nach unten aufweisen, historisch gesehen, also saisonal eine etwas unschöne Zeit, aber zum Ende der Woche, sagt Goldman Sachs, könnte es besser werden. Das wird bestätigt, wenn Sie sich hier mal diese Geschichte anschauen. Das sind die durchschnittlichen Performances an Tagen hier im Kalenderjahr. Wenn Sie sich da mal auf den September fokussieren, vierte Spalte von rechts, dann sehen wir Anfang September saisonal eigentlich immer eine relativ schlechte Zeit. Dann ab 7. September, also ab morgen, wird es dann besser, bevor dann ab Mitte September, so 16., 17., eine sehr ungünstige Zeit wieder eintritt. Der schlechteste Tag ist dann etwa der 19. September mit einer durchschnittlichen Performance von minus 1,0%. Das ist das Schlechteste, was so im Jahr zu finden ist. Also wir könnten jetzt noch so ein bisschen zittrig sein, vielleicht seitwärts, rauf, runter, runter, rauf. Dann nochmal versuchen, eine Erholung zu machen, bevor wir dann möglicherweise doch ernsthafte Rücksetzer wieder im Mitte des Septembers sehen. Historisch gesehen auch so in Midterm Election Years erleben wir den Tiefpunkt am 30.09. Ab Oktober geht es dann in der Regel deutlich nach oben. Und ja, wir sind massiv überverkauft. Hier der NIMO nochmal, also der anzeigt, wie stark überverkauft einzelne Aktien sind, und darunter sehen wir den VIX und den S&P 500. Wir haben ja noch einen vergleichsweise niedrigen VIX, das ist erstaunlich. Also wir sehen nicht, dass totale Panik im Markt ist, dass die Leute jetzt Absicherungen kaufen ohne Ende, denn das würde den VIX nach oben bringen. Das ist nicht der Fall. Vielleicht ein nicht so gutes Zeichen, Fragezeichen. Auf der anderen Seite ein gutes Zeichen. Wir sehen hier mal den SPY, also praktisch den S&P
hier als ETF, den HYG, das ist das maßgebliche Junkbond ETF, und wir sehen, HYG ist oft so eine Art Vorläufer, ein Vorindikator dessen, was passiert, und wir sehen, dass immerhin der HYG kein neues Tief gemacht hat, während der SPY ein neues Tief gemacht hat oder das Tief eingestellt hat. Wir sehen also, dass der Rücksetzer bei den Junk Bonds, die ja praktisch schon ein bisschen die Achillesferse des Marktes sind, nicht so dramatisch war. Das ist ein positives Zeichen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal auf den September zurückkommen, jetzt im September beginnt das volle Quantitative Tightening der US-Notenbank Fed. Die Bilanzsumme wird jetzt deutlicher zurückgehen, mit der Folge, dass Liquidität entzogen wird. Die Banken haben ja diese Liquidität genutzt, um mehr Kredite zu vergeben, um mehr Geld in die Märkte zu pumpen. Nun dürfte das genau andersrum sein. In Zeiten, in denen das Geld locker sitzt, dann geben die Banken auch mal sehr kurzfristige Kredite. Jetzt sehen wir, dass diese kurzfristigen Kredite dann irgendwann verlängert werden müssen, jetzt zu ganz anderen Konditionen. Also all das in der Summe bringt das Stress ins System. Die Banken werden vorsichtiger, die Banken horten mehr Liquidität, weil Liquidität als Asset wichtiger wird. Cash ist wieder King in Zeiten, in denen der Geldhahn zugedreht wird, die Geldpolitik restriktiv wird. Also fundamental spricht das nicht für super steigende Aktienmärkte. Hier sehen wir mal den S&P 500 in der Weekly-Situation, also wöchentlich. Da wäre es möglich, dass wir nochmal einen Versuch nach oben wagen oder eben die untere Trendkanalbegrenzung testen. Im kurzen Zeitfenster wäre das so in etwa die Zone 3800 Punkte. Dann schauen wir uns aber mal hier den Nasdaq an. Das könnte, wie Sven Hendrik hier zeigt, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter sein. Aber dazu dürfte man eben jetzt dieses Tief, was wir hier im Juni gesehen haben, nicht mehr unterschreiten. Sonst wäre das Ganze praktisch obsolet. Sonst wäre diese Formation erledigt. Jedenfalls sehen wir, dass der S&P 490 eigentlich recht günstig ist. Also 490 Aktien im S&P 500 sind gar nicht mal so teuer. Die haben ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 14,8. Es sind die 10, die Top 10, die Apples dieser Welt, die Microsofts dieser Welt, die sind relativ teuer mit 24,7, sodass der Durchschnitt eben deutlich nach oben gezogen wird. Aber die 490 nicht so marktschweren Aktien sind eigentlich gar nicht überteuert. Jetzt noch einige Nachrichten. Dollar-Yen, höchster Stand seit 149, weit über 140 gestiegen heute. Die australische Zentralbank, so heißt es, hat jetzt um 50 Basispunkte die Zinsen angehoben. Kalifornien ist praktisch in einem Notstand, was Energie betrifft. Die Kalifornier, die waren ja so schlau wie wir, haben die Atomkraftwerke abgeschaltet. Eins haben sie noch, da will jetzt Newsom, der Gouverneur, das möglicherweise verlängern. Das sollte 2025 auch abgebaut werden. Das haben also irgendwie schon gewissermaßen auffällig, dass diejenigen Probleme haben, die meinten, sie kriegen das auch mit alternativen Energien hin in Kalifornien. Derzeit große Hitze, natürlich viel Sonne, aber es ist eben so, dass man dann viel Strom braucht, weil für Klimaanlage etc. etc. Jedenfalls, Kalifornien ist da nicht gerade gut aufgestellt, und Kalifornien ist wohl am ehesten vergleichbar mit Deutschland, was die Energiesituation betrifft. Das ist natürlich eine tolle Nachricht. Wenn wir jetzt noch nach China kommen, China-Lockdowns, jetzt neue Stadt, die hier im Lockdown ist mit 6 Millionen Einwohnern, also für chinesische Verhältnisse ein Kleinstädtchen, aber insgesamt sind 65 Millionen Bürger gelockdownt. Jetzt hat man ein wichtiges Finanzforum abgesagt in Shanghai, das diese Woche stattfinden wollte, wegen Corona. Wir sehen, dass immer mehr eben diese Städte wie Chengdu, Shenzhen, Xi'an und Guangzhou, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, dass die eben Lockdown sind. Man sieht also in dieser Grafik hier unten, wie das wieder jetzt so nach oben zuckt, diese Lockdowns, die wir schon überwunden geglaubt hatten. Der Yuan jetzt bei 6,9 gefixt, Dollar-Yuan. Also der Yuan wieder abgeschwächt, das ist auch eine Meldung. Und eine Meldung wert ist das, was hier ein Geheimpapier zeigte, das dem Kreml zugespielt wurde oder das für den Kreml konzipiert war. Wie schaut es eigentlich aus mit der russischen Wirtschaft? Und das bringt hier schonungslos offen die Probleme, die auch Russland mit den Sanktionen hat, auf den Punkt. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, absolutes Highlight. Die Isolation trifft das Land härter als gedacht, den Westen sowieso härter als gedacht, das wissen wir. Das hat denn unsere Politiker nicht vorhergesehen, dass wir jetzt diese Themen haben. Jetzt warnt etwa die
Bundesnetzagentur vor Energierationierungen. Das klingt so ein bisschen anders als bei Habeck. Da ist alles safe, da ist alles gut und nur in absoluten Extremsituationen, die natürlich nie eintreten, bla bla. Hier lesen Sie das Gegenteil von dem, was Habeck gesagt hat. Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, das klingt so ein bisschen unsexy. EU prüft Finanzaufsicht für Gasmarktplatz, TTF und neue Benchmarks. Aber es geht faktisch darum, den Gasmarkt, so wie wir ihn kennen, abzuschaffen mit weitreichenden Konsequenzen. Deshalb habe ich Ihnen diesen Artikel auch verlinkt. Also drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Heute 16 Uhr ISM, Dienstleistungsindex, das Highlight, was Daten betrifft. Am Donnerstag Paul und die EZB, das wird dann das Super-Highlight. Also diese drei Artikel, ich sage erstmal Servus und Ciao.